18. Dezember. Pünktlich zu Weihnachten holen viele Menschen den Krippenstall vom Dachboden und bauen ihn auf. Gleichzeitig werden in Schulveranstaltungen und Christmetten Krippenspiele aufgeführt. Doch woher stammt dieses Brauchtum? Dieser Frage wollen wir heute einmal nachgehen. Unsere Zeitreise führt uns in das Jahr 1223. Franz von Assisi, ein Mönch, der seinen Mitmenschen in Armut und Nächstenliebe dienen wollte und mit dieser Idee den Orden der Franziskaner begründete, wollte den Menschen statt einer langen Predigt ganz simpel vor Augen führen, wie Jesus von Nazareth auf die Welt gekommen sein soll. In einer kleinen Höhle in Greccio stellte er daher eine lebendige Weihnachtskrippe nach, mit Ochs und Esel, einer Futterkrippe mit Stroh sowie Fackeln, die während der heiligen Nacht leuchten sollten. Ein Brauch war entstanden, der sich über die ganze Welt ausbreitete und regional adaptiert wurde. Und das nicht nur in der Art der jeweiligen Krippe. Es gibt so zum Beispiel regional unterschiedliche Krippenfiguren mit einer ganz besonderen Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist der Caganer, ein katalanischer Mann mit heruntergelassener Hose, der es gar nicht mehr rechtzeitig geschafft hat, sein Geschäft zu verrichten und daher mitten auf dem Weg zum Krippenstall tätig wird. Stellt ihr an Weihnachten auch eine Krippe auf oder besucht ein Krippenspiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.